Sie haben mich vorgestellt als Präsidenten der Vereinigung der Pflegenden in Bayern. Ganz kurz, die Vereinigung der Pflegenden in Bayern ist das Selbstverwaltungsorgan der beruflich Pflegenden und gibt es jetzt formal seit 1,5 Jahren. Es gab uns vorher auch schon im Rahmen einer Gründungsphase. In Bayern hat man sich für einen anderen Weg entschieden als in anderen Bundesländern, was die Selbstverwaltung angeht. Das heißt, und das ist vielleicht doch ganz kurz und wichtig darzustellen, in Bayern haben wir eine echte Selbstverwaltung auf Grundlage des pflegenden Vereinigungsgesetzes. Das hört sich ein bisschen kompliziert an. Manchmal ist es das auch, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber es ist ein anderer Weg als die reine Kammerlösung. In Bayern können die beruflich Pflegenden freiwillig Mitglied werden und sind beitragsfrei gestellt. Eine Forderung, die es ja auch in anderen Bundesländern mittlerweile gibt. Und ich mache jetzt hier sicher nicht die Kammerdiskussion auf, das gehört hier nicht her. Zu meiner Person selber, ich bin jetzt 55 Jahre und bin seit 38 Jahren in der Pflege tätig. Ich bin von meiner Grundprofession Krankenpfleger. Habe dann mehrere Jahre in der Krankenpflege auch gearbeitet, war dann längere Zeit, also fast 10 Jahre Lehrer für Pflegeberufe, bin heute manchmal immer noch auch in Pflegeschulen tätig. Ja, und mich hat mein beruflicher Weg aber in die Langzeitpflege geführt und ich leite jetzt seit 20 Jahren in der Altenhilfe eine Einrichtung und eigentlich mehrere Einrichtungen. Bin aber noch immer, wie ich für mich immer in Anspruch nehme, noch sehr nah an der Pflege. Ich kann noch immer pflegen und tue das situativ auch, nämlich wenn es brennt, dann stehe ich durchaus auch mal situativ direkt am Bett und mache das, was ich in meiner Grundprofession gelernt habe. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch als Leitungskraft, sich dort auszukennen, wo man Verantwortung zeigt, jetzt auch in dieser pflegeberufspolitischen Position. Ich wurde um ein Eingangsstatement gebeten, da gäbe es ganz viele, aber aktuell überschattet durch die Krise. Ich werde später sicher noch ein bisschen mehr sagen, was die Krise momentan in der Pflege, insbesondere der Langzeitpflege macht. Mein Eingangsstatement lautet, wenn man jetzt nicht erkennt von den politisch Verantwortlichen, und da nehme ich momentan wirklich keine Partei aus, die an der Landes- oder Bundesregierung sitzt, wenn die jetzt politisch Verantwortlichen nicht erkennen, welch großer Handlungsbedarf jetzt ansteht, dann wird es mit dem möglichen Aufbruch, den es jetzt in der Pflege geben könnte, durch das Pflegeberufegesetz, durch den Paradigmenwechsel, der dadurch möglich ist, dann sehe ich es schwarz. Aber ich habe die große Hoffnung, dass diese Krise jetzt doch den Anlass dazu gibt, dass man endlich bereit ist für echte Reformen in der Pflege. Und ich darf schon ein bisschen versprechen, dann auch auf das Eingangsreferat von Herrn Professor Isfort, wo die Bedarfe sind, wissen wir jetzt schon deutlicher nach dem Referat. Da wird noch sehr viel mehr kommen und ich freue mich dann auf die anschließende Diskussion. Erstmal einen schönen Abend nochmal an die ganze Runde. Ja, herzlichen Dank für die prägnante Vorstellung. Frau Hilde-Mattheis, möchten Sie das Wort ergreifen? Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch über die Einladung und bin da sehr gerne gefolgt. Wie man hinter mir vielleicht sieht in dem Bild, ich komme aus Ulm, höchster Kirchturm der Welt, also gucke immer mit mindestens einem Auge nach Neu-Ulm, nach Bayern rüber. Bin seit 2002 im Bundestag und von Beginn an in der Gesundheitspolitik tätig. Und habe vor allen Dingen in den ersten Jahren das Pflegekonzept geschrieben für die Partei und für die Fraktion, dass wir ja auch mit dem Thema Wechsel von Pflegestufen zu Pflegegraden im Wesentlichen haben umsetzen können. Ich glaube, dass die Pflegepolitik ein ziemlich zentraler Bereich der Gerechtigkeitspolitik ist. Ich verorte mich sehr klar bei dem Thema Verteilungsgerechtigkeit und in diesem Bereich, wenn es um die Ältesten geht in unserer Gesellschaft, ist es in meinen Augen auch eine Verteilungsfrage. Da komme ich gerne nochmal drauf zurück. Ich bin der Überzeugung, dass die Pflege
in Sonntagsreden viel zu oft gelobt worden ist, aber im Alltag viel zu stark vernachlässigt worden ist. Dieser Kampf, diesen Kampf führen wir seit Jahren. Und ich sehe auch die Chance, jetzt aus dieser Corona-Krise mit der Erkenntnis herauszukommen, dass wir im Bereich der Dienstleistungsberufe, gerade im Bereich der Pflege, nicht uns in Sonntagsreden ergehen dürfen, sondern wirklich handeln müssen. Und ich glaube auch, dass es mittlerweile nicht mehr darum geht, kleine Reformchen anzustellen, sondern in meinen Augen ist der zentrale Anspruch, den wir haben müssen, gerade im Bereich der Dienstleistungsberufe. Und für Baden-Württemberg kann ich das deutlich sagen. Die aufwachsende Beschäftigung befindet sich im Bereich der Gesundheitsberufe und im Bereich Tourismus. Überall anders wird Beschäftigung abgebaut. Und ich glaube, diesen Perspektivenwechsel zu begreifen, dass unsere Gesellschaft auch in dem Bereich einfach von dieser Wertschöpfung in den Dienstleistungsbereichen lebt, ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die wir jetzt aus der Corona-Krise mitnehmen müssen. Und meines Erachtens muss sich daraus ergeben, dass wir nicht nur immer an kleinen Stellschrauben drehen und kleine Reformchen initiieren, sondern mein Traum ist es wirklich, dieses politische Mandat aufzugeben und zu wissen, dass wir in Zukunft schlicht und ergreifend einen anderen Blick auf die Pflege haben, und zwar mit einem Selbstverständnis und mit einer Klarheit, die nicht nur darin sich zeigt, dass wir Pflegefachkräfte entlasten, sondern dass wir vor allen Dingen von dem Bedarf der Pflegebedürftigen aus die Pflege definieren. Das wäre mein Anliegen. Und ich hoffe, wir sind nicht ganz so weit davon entfernt, weil nur jetzt hier die Klatsche auf den Balkonen zu geben und dann diese Bonussituation zu schaffen und zu belohnen, und immer wieder zu sagen, ihr macht's gut, aber gleichzeitig in den stationären Einrichtungen genau zu wissen, dass sich die Pandemie weiter ausbreitet, weil wir dort einfach auch wenig Personal haben, weil die Pflegesituation so ist, weil die Belastungssituation so ist, ist mir zu wenig. Das kann ich jetzt ziemlich locker sagen. Sie werden jetzt denken, na, die ist doch in der Regierung, warum macht es denn nicht? Stimmt, ich bin Teil mit der Bundestagsfraktion als Regierungsfraktion. Und da sage ich an der Stelle einfach, eine andere Konstellation hätte mir besser gefallen. Wir werden jetzt nach Weihnachten vor allen Dingen auch, was die Pflege anbelangt, die Pflegevorschläge von Herrn Spahn hören. Das ist etwas, wo man mit einer ziemlichen deutlichen Sprache antworten muss, dass eine Erweiterung des Pflegevorsorgefonds nichts mit Daseinsvorsorge zu tun hat, dass die Solidarität ausgedehnt werden muss und. Und vor allen Dingen auch die Eigenbedarfe zu diskutieren und zu kappen, ohne eine generelle Lösung vorzuschlagen, glaube ich, da müssen wir als SPD eine klare Sprache dagegen halten. Also ich bin gewillt dazu. Aber, und jetzt kommt mein Wermutstropfen, mein persönlicher Wermutstropfen. Also es ist mir auch ein bisschen zu wenig, dass die Pflege immer nur klagt. Ich weiß, jetzt schreien alle, ich höre es quasi. Weil ich glaube, dass die Pflege einfach einen stärkeren Organisationsgrad braucht und ein Selbstverständnis braucht. Ich mache das an einem Beispiel fest, mit dem ich ganz bewusst provoziere. Aber ich bin eigentlich bekannt für Provokation. Vor einigen Jahren war ich eingeladen nach Nürnberg zu einem großen Pflegetag. Dort hat die Diakonie eingeladen und hatte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einen großen, das war so ein kirchlicher Saal, wirklich, es waren hunderte Menschen da. Und die Leiter der Einrichtungen haben alle Beschäftigten dazu aufgewiegelt, auf mich, arme Politikerin, einzudreschen, ohne zu reflektieren, dass sie eigentlich von den Pflegeträgern abhängig sind, was ihre Arbeitssituation ist und eigentlich erstmal klar machen müssten, wie bin ich denn organisiert? Habe ich da
den richtigen quasi Kontrapunkt vor Augen in der einzelnen Politikerin? Oder muss ich nicht einfach mich unterhaken mit meinen Nebenbeschäftigten und dafür sorgen, dass die Mitarbeitervertretung, die Personalvertretung mehr Macht bekommt in den einzelnen Einrichtungen? Also ich habe jetzt aus meinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Die Pflege, der Pflege gehört mein Herz. Aber ich sehe auch viele Dinge, die man diskutieren muss. Vielen Dank. Ja, danke, Frau Matthijs. Ich glaube, Sie haben auch ein Stichwort gegeben, das den Professor Isford schon wird aufschauen lassen. Nämlich, Sie haben davon geredet, Pflege künftig am Bedarf zu organisieren und herauszufinden, was dieser Bedarf denn gerade überhaupt ist. Das macht der Professor Isford gerade für Bayern und hat deswegen das Wort, sich nicht nur vorzustellen, sondern auch danach dazu überzugehen, uns in einer kurzen Präsentation die ersten Erkenntnisse der Studie, die er gerade durchführt, präsentieren. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank an Sie alle zu dieser fortgeschrittenen Stunde, sich wieder beruflich zu engagieren und mit uns gemeinsam zu diskutieren. Ich finde, meine beiden Vorredner haben schon ganz viele tolle Impulse gegeben, die in die richtige Richtung gehen, dass wir auch selber etwas tun müssen, um ins Gespräch zu kommen und um vielleicht anders ins Gespräch zu kommen als über Klagelieder. Und einer dieser Teile oder für einen dieser Teile stehe ich auch selber mit meiner Organisation. Also ich bin Leiter oder einer der Leiter hier vom Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung, ein furchtbar langes Wort. Wir sind seit 20 Jahren, machen wir im Bereich der Pflege und Versorgung innovative Projekte, begleiten die, versuchen, Kennzahlen aus dem Bereich der Pflege zu organisieren und damit die Pflege ein Stück weit sprachfähiger zu machen. Ich selber bin von Haus aus auch gelernter Krankenpfleger, bin wie viele Männer meiner Generation in die Pflege reingerutscht über den Zivildienst. Also ich wollte Orchestermusiker werden und bin dann Krankenpfleger geworden. Das ist eine etwas andere Karriere, aber nicht weniger spannend. Und von daher habe dann über ganz viele unterschiedliche Wege, auch wie der Kollege Siegelena eben gesagt hat, als Lehrer an der Krankenpflegeschule gearbeitet, habe dann weiter studiert, weiter promoviert und arbeite jetzt einerseits hier an einem Forschungsinstitut und auf der anderen Seite an der Katholischen Hochschule in Köln, wo wir unterschiedlichste Bereiche der Pflege qualifizieren. Also klinisch orientierte Pflegestudiengänge haben wir. Wir haben das Hebammenwesen, wir haben die Pflegepädagogik und das Pflegemanagement. Also von daher so die ganze Bandbreite, die man braucht, um Innovationen zu denken, zu lehren und auch hinterher umzusetzen. Kurz dazu, weswegen ich wahrscheinlich heute eingeladen wurde, das würde ich Ihnen ganz gerne präsentieren. Es geht dabei um ein Monitoring, was wir lange geplant haben, was eine Vorlaufzeit von etwa anderthalb Jahren gehabt hat in der Vordiskussion, in der Überlegung. Hintergrund ist der, dass wir, wenn wir über Pflege sprechen, eigentlich auch immer wieder sehen müssen, haben wir denn eigentlich eine Datenbasis oder wird da viel gemutmaßt, wird viel erzählt, aber wenig gewusst. Das heißt, wir kommen eigentlich nicht drum rum, uns mit den Fragen des Berufs und auch mit der Verteilung, und da bin ich sehr bei der Kollegin Matthijs, die ja gesagt hat, es geht um Gerechtigkeit, es geht auch um Daseinsvorsorge, ein Begriff, der die Kommunen auch in die Verpflichtung nimmt. Also das ist nicht nur ein politisches Geschäft, das ist auch ein kommunales Geschäft. Da müssen wir hinwirken und da müssen wir einwirken. Da müssen wir uns als Pflegekräfte in Zukunft stark für machen, dass wir dort wirken können, wo wir gebraucht werden. Ich versuche jetzt, ich gucke jetzt, ob das jetzt klappt, genau. Ich kann Ihnen nur einzelne Ausblicke geben. Worum es also in dieser gesamten Studie geht, ist, wir versuchen, das Feld der Pflege von verschiedensten Seiten aufzuzäumen. Wir gucken uns alle Daten an, die irgendwie deutschlandweit sozusagen zur Verfügung stehen, immer natürlich mit der Perspektive, wir gucken uns das für Bayern gezielt an.
Dazu gehören Daten aus der demografischen Entwicklung, Daten aus der Arbeitsmarktforschung, Daten aus dem Bereich der Pflege, der Krankenhauslandschaft und natürlich auch der Bildungsbereiche und versuchen das zusammenzubinden, immer wieder mit der Fragestellung, wie sieht das mit der Fachkraftsituation aus? Das ist die eine Frage. Und die andere, die mich viel mehr noch beschäftigt, ist die Frage, wie sieht das mit der Versorgungssicherheit aus? Denn auch das hat Hilde Mattheis eben gesagt, Pflege ist kein Selbstzweck, sondern Pflege hat letztlich eine Aufgabe zu erfüllen. Und die Aufgabe heißt, strukturiert Versorgung älterer Menschen und kranker Menschen zu sichern. Das ist die zentrale Versorgungsidee dabei. Ich kann Ihnen hier nur einzelne Ausblicke geben, aber ein Ausblick zum Beispiel in die Demografie zeigt uns an, und hier sehen wir das mal, das ist jetzt die Top 10 der demografischen Entwicklungsräume in Bayern, wo wir also schon sehen, wie hoch wird die Anzahl der über 75-Jährigen eigentlich in welchen Stadt- und Landkreisen in Zukunft sein. Also das eine ist die Anzahl, die numerische Anzahl, und das andere ist schlicht und ergreifend die Frage, wie viele kommen denn eigentlich innerhalb von 20 Jahren dazu? Also zwischen 2018 und 2038, wie viele Personen sind das, die in einer Altersgruppe dazukommen, die für die Pflege relevant ist? Denn unter 75 spielt sich Pflegebedürftigkeit im klassischen Sinne kaum ab. Das sind erst ab 75 fängt das an im Prinzip, dass wir über Pflegebedürftigkeit stärker nachdenken müssen. Das hat natürlich Auswirkungen dann auch für die Versorgung. Also das heißt, wenn ich im Landkreis Augsburg gucke, da kommen 11.000 Menschen in dieser Altersgruppe dazu. Ein Teil davon wird pflegebedürftig werden, und wir müssen natürlich gewappnet sein und uns angucken, wie sind wir da eigentlich aufgestellt. Wenn wir uns sowas mal anschauen wie eine regionale Verteilung in Bayern, dann sehen wir hier mal eine Landkarte. Etwas grau schraffiert sind hier die einzelnen Regierungsbezirke in Bayern, also Oberfranken, Unterfranken und hier Oberbayern, Niederbayern. Die werden Sie alle kennen, die sieben entsprechenden Regierungsbezirke. Und wir sehen, wo sind denn eigentlich Versorgungsbereiche? Und das, was man hier auch sieht, das ist jetzt auf dieser Folie etwas schlechter zu sehen. Es gibt so kleine, ganz leichte graue Schraffierungen. Das sind die Siedlungsgebiete. Also das heißt, wir können uns angucken, passen denn eigentlich die Zentren, passen denn eigentlich da, wo wir Kumulierungsräume haben, passt das denn eigentlich zu der Versorgung, oder gibt es irgendwo zwischendrin Versorgungsbrüche oder Bereiche, wo man von einer Unterversorgung ausgehen muss? Und so etwas gucken wir uns an, weil das natürlich ganz spannend ist vor der Frage, was haben wir denn in der regionalen Sicherung? Also das heißt, sind wir mit den Einrichtungen dort, wo wir sein müssten? Und haben wir denn eigentlich genug Einrichtungen, um überhaupt die Menschen, die in den entsprechenden Regionen wohnen, auch zu versorgen? Das Gleiche kann man sich für den Bereich der stationären Altenpflege angucken. Wir machen sowas auch für Krankenhäuser, für Rehabilitationseinrichtungen. Keine Sorge, da geht uns kein Sektor unter. Ich kann das natürlich nur nicht alles präsentieren. Das sind jetzt einfach nur Beispiele dafür, was wir da machen. Wir gucken uns also an, wie viele Einrichtungen haben wir, wo sind die verteilt, wo haben wir vielleicht Lücken, und dann kann man Distanzen messen und kann sagen, wie weit ist es denn eigentlich für jemanden in der Oberpfalz, der hier wohnt, und wie sind denn da eigentlich die Rekrutierungsräume überhaupt, um als Einrichtung Personal zu rekrutieren, oder eben auch, wo sind denn für die Pflegebedürftigen reale Chancen, ambulante Pflegedienste zu erreichen und zu bekommen, denn wir wissen, dass es immer zunehmend schwierig wird. Wir gucken uns Arbeitsmarktkennzahlen an, und das ist etwas, was ich sehr gerne mache. Das zeigt Ihnen jetzt hier auf, exemplarisch mal für den Bereich der Altenpflege. Das Dunkelblaue, die dunkelblauen Kreise, das ist die Anzahl der arbeitslos gemeldeten Altenpflegefachkräfte, also die dreijährig Qualifizierten, im Februar 2020. Und die hellblauen Kreise, die da drum liegen und natürlich überall deutlich größer sind oder in vielen Regionen, sehen Sie, da gibt es gar keinen dunkelblauen Kreis, da ist gar nichts. Das heißt, da haben wir in Landkreisen eine Arbeitslosigkeit, die unterhalb von 3 ist, also 3 Personen, weil dann dürfen die Daten auch nicht mehr rausgegeben werden. Das heißt, das, was wir insgesamt sehen, ist, wir haben zum Beispiel in dem gesamten Regierungsbezirk Oberfranken hatten wir im Februar 4 arbeitslos gemeldete Altenpflegekräfte. 4. Die könnte man also mit Namen eigentlich da reinschreiben, ja, und am besten mit Telefonnummer, dann hätten die nämlich ein paar Minuten später mehrere Jobangebote.
Es gibt aber 229 ausgeschriebene Stellen, alleine bei der Bundesagentur. Und wir wissen, dass nicht alle Einrichtungen bei der Bundesagentur ihre Stellen offen melden. Das heißt, die Zahl der offenen Stellen insgesamt in echt sozusagen wird natürlich viel größer sein als die, die wir über die Bundesagentur erheben können. Aber man sieht so eine Verteilung und man sieht eben an der Stelle, dass wir landesweit überhaupt gar keine Personalressourcen haben. Es herrscht überall Vollbeschäftigung. Das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und sowas können wir auch für die Krankenpflege natürlich mit abbilden. Das sieht nicht wesentlich anders aus. Das ist etwas, was sich jetzt auch über die Jahre hinweg schon durchzieht. Also das heißt, wenn immer gesagt wird, da sollen jetzt neue Stellen finanziert werden oder da werden Stellen finanziert, dann muss man ganz klar reden, darüber, das ist der Aufruf für eine bestimmte Form von Verteilungskämpfen, die wir schon haben. Aber es gibt eben keine Leute, die man jetzt aus dem Markt heraus anders rekrutieren könnte. Was wir uns auch anschauen, wir schauen uns natürlich dann entsprechend an, wo sind denn eigentlich die Ausbildungsstätten? Also das heißt, wo haben wir Berufsfachschulen und wo haben wir denn eigentlich, das ist jetzt natürlich die Umstellung mit der Generalistik, ist hier noch nicht drin, weil es eben die Datengrundlagen von 2019 sind. Wir können uns dann anschauen, in welchen Bereichen haben wir eigentlich wie viele Standorte überhaupt auch der Qualifizierung, weil wir eben wissen, Pflege ist ein regionales Geschäft. Ja, also Pflege ist kein Job, wo man mal eben kurz 40 Kilometer zum nächsten Arbeitgeber fährt oder so. Das verbietet schon alleine diese lustige Arbeitszeit, ab 6 Uhr morgens auf Station zu sein. Also da fährt keiner vorher noch 40 oder 50 Kilometer zur Arbeit. Das bringt ihm an der Stelle auch nichts. Wir müssen also gucken, wo sind wir regional wie aufgestellt und passen denn eigentlich die Angebote, also auch hier könnte man dann wieder das reflektieren vor dem Hintergrund, wo sind denn jetzt eigentlich Einrichtungen, wie viele Pflegebedürftige haben wir da, wie viele Pflegebeschäftigte arbeiten eigentlich in einem Raum. All so etwas sind Daten, die wir uns anschauen. Übrigens auch Daten, die ganz aktuell politisch natürlich auch diskutiert werden, also die Anzahl der Fachkräfte, die aus dem Ausland rekrutiert werden konnten. Und da können wir zum Beispiel für Bayern ganz klar aufzeigen, dass das für die Flächenversorgung überhaupt gar keine Rolle spielt, dass einzelne Städte, allen voran natürlich München als Ballungsraum, davon profitieren kann. Die anderen Städte spielen schon eine geringere Rolle. Und sobald man in den ländlichen Bereich geht, spielen ausländische Personen aus den Drittstaaten, also aus den Nicht-EU-Ländern, die rekrutiert werden konnten und eine Zulassung zur Aufnahme eines Berufes in der Pflege haben, spielen dort eigentlich keine Versorgungsrolle mehr. Deswegen müssen wir uns anders diesen Fragen widmen und können nicht darauf hoffen, dass uns das Ausland dabei hilft, unsere Probleme zu lösen. Das wird so nicht sein. Es gibt bestimmte Befunde, die vielleicht den einen oder anderen überraschen. Wir können auch sowas uns anschauen wie Berufsverweildauern, jedenfalls die Unterbrechungszeiten, unterbrechungsfreie Berufszeit. Sowas haben wir gemacht und das, was immer Teil eines solchen Gutachtens ist, ist natürlich, dass wir uns anschauen, wie ist denn eigentlich das Verhältnis zwischen den Auszubildenden und zwischen denen, die dann am Ende sozusagen auf den Arbeitsmarkt kommen. Und auch dort machen wir dann Schätzungen, Prognosen können wir abgeben, weil wir wissen, wie viele Personen, die eine Ausbildung in der Altenpflege aufnehmen, kommen denn eigentlich 3 Jahre nach der Regelzeit auf den Arbeitsmarkt oder wie viele kommen erst einmal mit einer Qualifikation sozusagen an. Und wir können dann für Bayern abtragen, womit haben wir es zu rechnen. Also das heißt, 2015-16 waren 2.655 Auszubildende. Das wird wahrscheinlich auf eine Absolventenquote von ungefähr 2.230 hinauslaufen. Seien wir mal optimistisch, die wollen alle hinterher auch im Beruf arbeiten und die gehen auch alle in diesen Beruf hinein. Dann haben wir aber immer noch für Bayern zum Beispiel eine Qualifizierungsquote gemessen an der Anzahl der Sozialversicherungspflichtigen von 4%, 4,9%. Wenn wir das ein bisschen korrigieren und sagen,
die Studien, die wir zur Berufseinmündung existieren, da wissen wir, es gehen nicht alle, die ein Examen haben, auch hinterher in dem Bereich arbeiten. Manche gehen, machen was anderes, manche gehen studieren, manche erlernen noch einmal einen anderen Beruf. Dann landen wir bei rund 4% in der Altenpflege. Das reicht nicht zur Stabilisierung, das reicht bestenfalls zur Erhaltung. Denn wir haben an der Stelle auch einen demografischen Entwicklungsraum in der Pflege selber. Das heißt, die Pflegekräfte, die jetzt aktuell arbeiten, sind vielfach in einer Altersgruppe, wo der Peak bei den 46- bis 50-Jährigen liegt. Die sind hoch erfahren, die sind absolut kompetent, die machen seit 30 Jahren pflegerische Arbeit, aber die werden fast alle zeitgleich in die Rente gehen. Das wird uns enorm beschäftigen. Deswegen sind wir bei der Fachkräftediskussion nicht am Ende der Diskussion, sondern wir fangen gerade erst an. Die Fachkräftedebatte ist keine, die wir gelöst kriegen in 3 Jahren. Da kann man weder einer Regierung noch einem Minister in die Verantwortung nehmen und sagen, Herr Spahn, lösen Sie doch das, was wir seit 15 Jahren beobachten und was seit 15 Jahren an der Stelle auch nicht systematisch beantwortet wurde. Wir sehen das in der Gesundheits- und Krankenpflege für Bayern noch deutlich kritischer. Da reden wir über eine Qualifizierungsquote von ungefähr 2%. Das reicht nicht, um die bestehenden Einrichtungen zu erhalten. Das reicht nicht, um die Krankenhäuser in der Form, wie sie jetzt in Bayern vorhanden sind, zu stabilisieren. Das reicht nicht, um stationäre Altenpflegeeinrichtungen oder andere Dinge zu machen und schon gar nicht, um etwas aufzubauen, was ja auch notwendig wäre, oder um eben auch neue Aufgaben zu übernehmen in der kommunalen Versorgung, im öffentlichen Gesundheitsdienst. Da gehe ich davon aus, da sollte Pflege eine riesengroße Rolle spielen. Das sehen wir ja jetzt, wie notwendig das wäre. Das wird uns nicht gelingen. Und wir gucken uns so etwas an wie wohnortnahe Realisierung, weil wir eben wissen, Pflege ist ein regionales Geschäft und das machen wir nicht irgendwie. Wir gucken uns einerseits, gucken wir uns natürlich solche Kennzahlen an, aber wir befragen alle Einrichtungen in Bayern und das werden wir im Februar machen. Da werden wir alle Einrichtungen in Bayern befragen, alle ambulanten Dienste, alle Krankenhäuser, alle stationären Einrichtungen und alle Bildungseinrichtungen, fragen nach ihren Erfahrungen, nach ihren Bewertungen, nach den offenen Stellen, wie viele haben wir da in Wirklichkeit. Und das Ganze führen wir zusammen und diskutieren dann auch, welche neuen Versorgungsmodelle müssten wir denn eigentlich anbahnen. Als Zwischenfazit von dem, was wir bisher gemacht haben, das ist ungefähr, ist das jetzt so ein rund 100-seitiges Zwischenergebnisgutachten. Das heißt, wir haben eine sehr heterogene demografische Entwicklung in Bayern, die ist höchst unterschiedlich. In manchen Regionen haben sie fast gar nichts an demografischer Entwicklung, in anderen Regionen haben sie da unglaublich viel vor der Brust. Es gibt eine große Dichte an versorgenden Einrichtungen, aber eben insbesondere in den Ballungszentren. Aber das sagt keine, es erlaubt keine Aussage zur Versorgungssicherung. Es existieren weder in der Altenpflege noch in der Gesundheits- und Krankenpflege und Kinderkrankenpflege ist dabei inkludiert, irgendwelche nennenswerten Arbeitsmarktreserven. Also 20.000 Leute zusätzlich hier oder so und so viel Fachkräfte, die finanziert werden zusätzlich da, können momentan mit dem vom Arbeitsmarkt her nicht bedient werden. Die müssen anders bedient werden. Das ausländische Personal aus den Drittstaaten bietet bisher im Prinzip überhaupt gar keine tragfähige Lösung. Das macht vom Niveau her ungefähr 1% der Beschäftigten aus. Das ist nicht viel. Und wir wissen, dass die Ausbildungskapazitäten und Qualifizierungsquoten keine weitere Ausweitung der Versorgung in Bayern zulassen werden. Teilweise ist das unterhalb der Erhaltungsgrenze und dann sind wir im Rückwärtsgang. Und das ist eben die Frage, wie wir diesen Rückwärtsgang gestalten und wie wir das so gestalten, dass die Versorgungssicherheit trotzdem gewährleistet werden kann. Das sind also Fragen, mit denen wir uns an der Stelle auseinandersetzen. Und wo ich Sie auch zu einladen werde, die in Einrichtungen arbeiten oder in Leitungsbereichen arbeiten, machen Sie da Werbung für. Das ist das erste Mal, dass wir in Bayern die Chance haben, ein solches Monitoring in der Form vorzunehmen. Und wir werden das auch umfassend diskutieren mit Ihnen. Wir kommen also in die Region. Wir werden also 7 Regionalkonferenzen machen, wo wir uns auch nochmal auf der Kreisebene Daten anschauen, um eben ins Gespräch zu gehen. Das wird eine ganz wichtige Aufgabe sein. Und auf die freue ich mich. Ich bin
bin gebürtiger Münchner. Man hört es mir nicht an, aber das bin ich nun mal. Und von daher habe ich immer eine gewisse Nähe zu Bayern gehabt. Und das interessiert mich einfach, wie wir dort Versorgung gestalten können. Mit der Profession Pflege, denn ohne die geht es gar nicht. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für diese Einführung. Ich glaube, das ist sehr hilfreich, um vielleicht mit dem einen oder anderen Mythos aufzuräumen und aber auch auf der anderen Seite darzustellen, wie denn die Ist-Situation ist. Die Mitdiskutierenden dürfen gerne auch jetzt ihr Mikrofon anlassen. Ich vertraue darauf, dass sie sich nicht gegenseitig ins Wort fallen, aber das wird die Diskussion hoffentlich auch ein wenig beleben. Jetzt kam schon eine Frage von der Frau Birlein. Jetzt vielleicht auch direkt im Anschluss daran, möchten Sie die kurz selber stellen? Wenn Sie Ihr Mikrofon anmachen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie die Frage selber einbringen. Ja, jetzt klappt es. Ja, gut. Ja, meine Frage ist ja immer die gleiche, ne? Weil es wird so, die Pflege ist gleich professionelle Pflege. Das hat sich so eingeschliffen, dass nur noch der Begriff die Pflege verwendet wird und automatisch ist es dann praktisch, ja, wird es damit insgesamt die Pflege gemeint. Und ich finde es einfach nicht in Ordnung, ne? Denn ich finde, man sollte sprechen von professioneller Pflege. Das ist der Beruf zum Gelderwerb. Aber wenn Pflegekräfte abends nach Hause gehen und zu Hause ihr Kind oder ihre Großmutter pflegen, dann sind sie auch pflegende Angehörige. Und in dieser Funktion, also als pflegende Angehörige, das ist der Großteil der Menschen, wird durch Angehörige versorgt. Und dann sind auch Pflegekräfte beides. Ja? Also ich fände, es wäre viel sauberer, man würde mal trennen zwischen dem Beruf zum Gelderwerb und zwischen der allgemeinen Grundpflege durch und Versorgung und Begleitung durch Angehörige. Es wäre also wirklich auch politisch einfach sauberer und richtiger. Gebe ich Ihnen recht, Frau Böhlen, und darüber haben wir ja schon an der einen oder anderen Stelle häufiger diskutiert. Und ich kann Ihnen auch nur sagen, wir lassen Sie da nicht im Stich. Also ich werde jetzt bundesweit eine Befragung auf den Weg bringen zum Thema außerklinische Intensivversorgung. Mhm. Und da steht im Zentrum, stehen dort die Angehörigen. Denn auch dort haben wir überhaupt gar keine Daten. Das weiß niemand, was in diesem Feld vor sich geht. Da werden, werden überwiegend die Leute zu Hause, aber von Angehörigen versorgt und nicht überwiegend nur von professionellen Pflegekräften. Und da wird es im Zentrum stehen, zu fragen, wie schätzen die das ein? Wo brauchen die überhaupt organisierte professionelle Pflege? Und wo ist sogar die professionelle Pflege gar nicht erwünscht? Ich kenne auch beatmete Menschen, die im Prinzip sagen, ich möchte hier überhaupt niemanden mehr sehen, der eine dreijährige Qualifikation hat, weil ich weiß jetzt selber viel besser, was mir gut tut. Und auch das ist eine Wirklichkeit. Danke für die Einlassung. Das ist, die Angehörigen kommen bei uns natürlich mit vor, aber in einem Monitoring zur professionellen Pflege, da tauchen sie natürlich als Befragungsgruppe dann nicht mit auf. Das ist richtig. Ja, aber es wird eben einfach immer von die Pflege gesprochen und das ist falsch. Und es hat auch nichts mit Alter zu tun. Pflege gibt es in jedem Alter. Dass jetzt ein relativ großer Teil im Alter stattfindet, ja, aber ich meine, es gibt die Eltern von Kindern, von behinderten Kindern stehen fürchterlich im Regen und von jungen Erwachsenen erst recht. Ja, also auch die Jugendlichen, die dann 18 sind und also es sind alles völlig offene Felder und kein Mensch kümmert sich. Also es ist einfach, es wird nicht systemisch gesehen. Ich finde, Pflege sollte mal richtig systemisch gesehen werden, über den ganzen Lebenskreis und in der Versorgung auch von der Praxis her. Was brauchen wir alles? Und es müsste einfach auch diese strenge Grenze zwischen ambulant und stationär gehört im Grunde genommen aufgebrochen. Also es sind so viele Baustellen, die einfach auch mal besprochen werden müssen. Und zwar systemisch besprochen werden müssen. So, jetzt bin ich auch ruhig. Ja, Frau Matthes, Sie haben sich dazu schon gemeldet. Ihnen brennt was unter den Nägeln. Ja, vielen Dank. Und auch vor allen Dingen für das Stichwort, die Grenze zwischen ambulant und stationär. Warum sind wir immer noch dabei, diese Leistungsansprüche genau nach diesen beiden Bereichen zu trennen? Warum machen wir nicht geballt neue Leistungsansprüche, auch mit einer, sag ich mal, Beratungssituation, wo Menschen was mit anfangen können? Also alles das, glaube ich, ist gehört für die zur Zukunftsmusik dazu. Das glaube ich schon auch. Und vor allen Dingen gehört meines Erachtens dazu, dass wir in diesem ganzen stationären Bereich
einfach uns auch mal die Situation vor Augen führen, dass dort viele private Anbieter sind, die einen Renditeanspruch in dem stationären Bereich haben, der sich fortschreibt. Nirgendwo ist die Renditeerwartung so hoch wie im stationären Bereich. Ja. Und wenn man sich die Investitionen anguckt, die auch ausländische Investorengruppen, Immobiliengruppen bei uns quasi tätigen, ist die Pflege ein dermaßen lukratives Geschäft. Und da sollten wir als auch die Kommunen sehr viel stärker unterstützen, dass nach dieser ganzen richtigen Bewegung, wir wollen Ganztagesbetreuung für Kinder von 0 bis 6 bis in die Schule hinein, dass jetzt eine Bewegung kommt, wir wollen unsere älteren Menschen nicht im Stich lassen. Und das ist kommunale Daseinsvorsorge. Und ich plädiere ganz massiv dafür, und irgendwie habe ich den Eindruck, werde ich je älter, ich werde desto rebellischer an der Stelle. Ich plädiere ganz massiv für den Punkt, dass wir ein Investitionsprogramm von Bundesseite für die Kommunen auflegen, damit einfach dieser Markt kein Markt mehr ist, sondern Daseinsvorsorge. Und deswegen finde ich auch an der Stelle, kann man und muss man auch überlegen, wie kriegt man das denn hin? Ich will jetzt nicht dieses abgedroschene Wort von Pflegebudget oder so, aber dass ein gemeinsamer Leistungsanspruch, kein getrennter Leistungsanspruch mehr da ist. Und wenn man sich überlegt, dass so ein Platz in einem Pflegeheim jetzt 3.000 Euro und mehr kostet und wir keine andere Antwort haben darauf, als den Eigenanteil in der Pflege zu deckeln, ohne zu überlegen, ob wir an der Systematik was ändern, dann ist das einfach ein bisschen zu kurz gesprungen. Und die merken schon, da reg ich mich richtig auf. Aber dazu braucht man politische Mehrheiten und das ist auch nicht so einfach. Und wenn ich mit Bayern spreche, dann ist das noch weniger einfach. Also das, finde ich, muss man als Zukunftsvision einfach mal aufzeigen. Ja, aber jetzt haben wir uns auch eigentlich noch mal so ein bisschen Richtung Ursachenforschung begeben. Wie konnte es denn überhaupt so weit kommen? Ich habe noch eine Nachfrage. Ich habe noch eine an den Herrn Iswort. Sagen Sie, haben Sie auch prozentual die Teilzeitbeschäftigung irgendwie gemessen und daran? Ja, die braucht man gar nicht zu messen, sondern die wird ja in der Pflegestatistik mit erhoben und das regionalisieren wir. Und da sieht man natürlich deutliche Unterschiede und die liegt natürlich in der ambulanten Versorgung bei 70%. Genau. Das hat auch was damit zu tun, dass es natürlich von den Dienstschichten her und von den Arbeitszeitmodellen her schwierig ist. Aber das erklärt zum Beispiel nicht einen Teilzeitstellenanteil von über 50% in den Krankenhäusern. Also Pflege wird zunehmend ein Teilzeitbereich und die einzige Arbeitsmarktreserve, die wir zur Verfügung haben, wäre Anreizsysteme zu schaffen, dass Pflegekräfte Verkürzung der generellen Arbeitszeit und Flexibilisierung der Schichteinteilungen. Genau. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da sind natürlich irgendwie die Krankenhäuser, wo ich auch teilweise eben sage, all die Krankenhäuser, die jetzt sagen, wir haben keine Intensivpflegekräfte, die seien daran erinnert, dass wir das vor 15 Jahren ihnen schon gesagt haben, was da kommt, was da gemacht wird und das ist teilweise organisationales Vollversagen und da sind die Häuser selber dran schuld. Das kann man jetzt nicht an die Politik delegieren, sondern da müssen die Häuser auch wirklich gucken, dass sie ihre eigenen Bereiche machen und Pflegekräften es so ermöglichen, dass sie zum Beispiel tatsächlich von einer 60% auf eine 80% Stelle wieder gehen können, ohne dabei so einzuknicken, dass sie sagen, das halte ich körperlich überhaupt nicht durch. Genau. Der Kollege Siegel-Lena war, glaube ich, dran. Ja, ich denke, man versteht mich, denke ich. Ja, ich glaube, also jetzt müssen wir aufpassen, dass nicht langweilig wird in der Diskussion. Also uns wird sicher nicht langweilig, aber ich glaube, wir denken alle in eine Richtung. Wir sind nämlich gar nicht konträr unterwegs hier. Möchte noch mal auf die kommunale Verantwortung eingehen. Die Kommunen haben vor 20, 30 Jahren zu Lasten der eigenen Bürger ihre Verantwortung aus der Hand gegeben.
Und wenn man heute davon ausgeht, es sind tatsächlich knapp 50%, korrigieren Sie mich, Herr Isfort, der Einrichtungen sind heute in privater Hand, und ich gebe Ihnen komplett recht, es geht um Profit. Was mich neulich in einem Vortrag noch, was mir noch mehr aufgefallen ist, wer steht hinter den ganz großen Konzernen, die heute in der Altenhilfe tätig sind? Und dann wird es völlig absurd. Der kanadische Rentenfonds ist einer der größten Betreiber deutscher Altenheime. Das muss man sich mal einfach vorstellen. Ja? Und von daher ist da etwas entglitten. Man hat etwas aus der Hand gegeben, das aus meiner Sicht dringend wieder rückzuführen ist. Das wird zwar schwierig werden, etwas, was man so etabliert hat, wieder einzufangen und reorganisieren, aber ich denke, vielleicht hilft uns doch die Krise ein Stück weit aufzuzeigen. Wir erleben das ja gerade im klinischen Bereich zurzeit. Viele private Krankenhäuser entziehen sich ihrer Verantwortung jetzt in Zeiten von Corona. Das muss man mal ganz einfach sagen. Es sind die öffentlichen Einrichtungen, die die Hauptlast der Patientenversorgung momentan übernehmen. Und von daher, darum sage ich, also wir sind jetzt drei hier, die jetzt uns den Fragen von dem Plenum stellen. Aber wir, glaube ich, sind in fast nichts, bisher konnte ich keine Unterschiede feststellen. Wir könnten am Ende ja gerne noch über die Kammer diskutieren, um etwas für Kontroverse zu sorgen. Aber das machen wir jetzt nicht an dieser Stelle, sondern ich habe noch mal einen Punkt, wo ich gerne auf den Input vom Professor Isfort eingehen möchte. Sie sagen, eine Ausweitung der Versorgung ist so nicht drin mit den Personalressourcen, die wir sie haben. Ist es denn ein Widerspruch dazu, dass wir auf der einen Seite sagen, wir haben jetzt Personalgrenzen, haben eine Mindestpersonalbemessung sowohl für die stationäre als auch für die stationäre Krankenakutpflege und für die stationäre Langzeitpflege, ist es dann überhaupt dann zu realisieren? Und daran anschließend hat die Frau Dr. Stiegler auch noch eine Frage, die da, wie ich finde, sehr gut dazu passt und die sie sehr gerne selber einbringen darf an dieser Stelle. Frau Stiegler, Sie dürfen gerne Ihr Mikrofon anschalten. Ja, ich wollte jetzt nicht zu Ihrer ersten Frage was sagen, sondern nochmal den Bogen schließen zu der privaten Pflege. Also wir haben ja ein familiäres Pflegesystem. Das ganze System basiert ja auf dieser privaten Pflege. Und wenn ich jetzt die Zahlen von dem Herrn Isfort sehe, dass das, was jetzt überhaupt professionalisiert ist, in Zukunft auch nicht geleistet werden kann, wenn nicht große Veränderungen passieren, da wird man ja bang und bänger. Weil das heißt ja, wer pflegt denn dann? Das heißt, die Last für die familiäre Pflege wird ja entsprechend größer. Je wenig in dem Berufssystem Aufwüchse, oder Sie haben ja gesagt, die gibt es noch nicht mal, die Stabilisierung ist noch nicht mal gewährleistet, desto schlimmer wird das. Also ich finde, wir müssen noch mal sehen, dass wir einen Systemwechsel brauchen. Wir brauchen den Wechsel hin zu der professionellen Pflege, aber dann im breitesten Sinne. Und da gibt es ja in nordischen Ländern gute Vorbilder, wo es ja keine pflegenden Angehörigen in dem Sinne gibt, sondern eben die Gemeinde, die Kommune entsprechend für die Pflege sorgt. Auf der anderen Seite, die Angehörigen sich natürlich kümmern, aber die haben nicht die Pflege, ich hätte das fast gesagt, ja, auf dem Puckel, muss man sagen. Also die Debatte, wo kommen die Pflegekräfte her? Wie kriegen wir genügend Pflegekräfte, ist nur eine. Wir müssen uns auch fragen, in welches System wollen wir diese Pflegekräfte einsetzen. Und dass da eine Kommunalisierung und eine Vergesellschaftung der Pflege mit wahnsinnigem Schwerpunkt auch der ökonomischen Unterstützung jetzt wirklich drängend wird, das zeigen ja, finde ich, die Zahlen. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, das sind zwei wahnsinnig wichtige Punkte. Das eine ist, wenn wir in die nordischen Länder sehen, dann sehen wir ja zwei Dinge. Das eine ist, es gibt dort sowas wie Community Nursing. Ja, das ist ja bei uns ein Begriff. Wir haben jetzt drei exemplarische Studiengänge dazu und Studiengangsmodelle, die kaum nachgefragt werden. Warum werden die kaum nachgefragt? Ja, weil wir in Deutschland überhaupt gar kein System haben, wo die Leute hinterher hin könnten. Ja, also das heißt, wir haben, es gab einen sehr schönen Schulterschluss von drei großen Stiftungen, die nochmal ein Arbeitspapier aufgelegt haben unter dem Motto Pflege kann mehr.
Ja, also das heißt, wir nutzen die Ressourcen, die wir in dem Pflegesystem drinnen haben, die nutzen wir ja gar nicht. Da wird ja immer im Prinzip nach dem Rest geguckt, was bleibt übrig. Und wir tun so, als könnte eine Wundmanagerin, weil sie Krankenpflegekraft ist, nicht entscheiden, welche Auflage ein Patient braucht. Da muss der Hausarzt angefragt werden. Das ist alles aberwitzig. Das heißt, wir nutzen die Ressourcen, die im System sind, eigentlich überhaupt nicht effizient aus. Wir haben auch im Moment noch nicht diese gesellschaftlichen Systeme geschaffen, wo wir das realisieren könnten, ein Community Health Nursing Modell. Das werden wir machen müssen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und von daher, ja, wir werden das System, so wie es jetzt ist, auch übrigens mit dieser ökonomischen Überlegung des Dauern des weiteren Aufbaus als Profitidee, das funktioniert jetzt schon nicht mehr. Also die ersten, die sich irgendwie für meine Daten interessiert haben, waren nicht Pflegekräfte, sondern Banken. Das waren Banken. Da habe ich gefragt, warum werde ich denn als eingeladen, bitteschön, bei einer Bank? Und dann haben die mir gesagt, naja, weil das, was die da an Zahlen haben, berechnen wir als Kreditausfallwahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn die da ankommen und sagen, wir haben hier ein schönes Baukonzept und ein schönes Grundstück und wollen da eine Altenpflegeeinrichtung hinbauen, und wir haben aber am Ende, und das ist kalkuliert auf 98%ige Belegung, die haben aber überhaupt gar keinen Zugang zu Fachkräften, dann werden die 98% Belegung nicht erreichen und dann werden die einen Kreditausfall erleben. Also das wird sich so an der Stelle nicht unbedingt weiter aufbauen lassen, ne? Und die grundsätzliche, ich glaube, dass insgesamt die Strategie, wir nennen das immer, das ist die Strategie der vielen Hände. Ja, also die Pflege wurde eben ein Stück weit immer enthauptet. Das heißt, man hat immer so getan, als könnte man durch mehr Füße, durch mehr Deprofessionalisierung, durch mehr Dequalifizierung, durch mehr Assistenz, durch egal wie die Leute qualifiziert sein sollen, damit könnte man das System stabilisieren. Ich glaube, das haben wir jetzt 20 Jahre lang gesehen und das, glaube ich, kann man insgesamt als ein gescheitertes Prinzip identifizieren. Ich bin da gar nicht so pessimistisch, sondern ich sehe auch in dem, was Sie angesprochen haben und was die Hilde Mattheis angesprochen hat, genau da sehe ich die Chancen drin, die Kommunen in die Verantwortlichkeit zu bringen, den Kommunen auch Mittel in die Hand zu geben. Jetzt ist man aber politisch immer etwas misstrauisch, wenn man Kommunen Geld in die Hand gibt, dann ist das schon erodiert und diffundiert, bevor es auf dem Konto ist. Und die Frage ist, kommt es zielgerichtet dorthin, wo man es haben will? Das ist immer dann die der Steuerungsbereich. Aber ich glaube, da wird man sich hinbewegen und da bin ich ganz zuversichtlich. Ja, da muss man gerade ja vor allem, wenn man sich die kommunalen Finanzen anschaut, sagen, dass sie ja vor allem von den Gewerbesteuereinnahmen abhängig sind momentan und dadurch ja kaum Spielraum haben. Aber ich möchte nochmal an den Herrn Segelener zurückgehen und zwar mit der Frage, ob denn da nicht die neue Pflegeausbildung, die generalistische Pflegeausbildung vielleicht eine echte Chance ist, um genau das, was der Professor Isford auf der einen Seite beschrieben hat, aber auch die Überlegungen zu sagen, hey, wir haben doch da total ganz viel Wissen und wir müssen das besser einsetzen können. Ist es eine Chance? Wie sehen Sie das? Also mittelfristig wird es eine Chance sein, aber es wird eine Zeit brauchen, bis sich Pflege tatsächlich in diese Professionalisierung tatsächlich einfindet. Man darf ja eins nicht vergessen, ich habe hierzu auch schon mehrfach mich geäußert, wenn man sich mit der Geschichte der Pflege insbesondere in Deutschland beschäftigt, dann erleben wir ja in der Pflege eine Entmündigung seit vielen Jahrzehnten, die sich ja letztendlich tatsächlich auch bis heute fortgesetzt hat. In dem neuen Pflegeberufegesetz, da haben durchaus schlaue Leute mitgeschrieben, wahrscheinlich nicht, also Gott sei Dank nichts gegen Sie, Frau Mattheis, aber da haben Gott sei Dank nicht Politiker mitgeschrieben, sie haben dann nur darüber abgestimmt und es zugelassen. Aber in dieser neuen Pflegeausbildung, in dem neuen Pflegeberufegesetz liegt tatsächlich zum ersten Mal der Schlüssel aus meiner Sicht zur Professionalisierung der Pflege. Das hatten wir bisher nicht. Sie dürfen immer nicht vergessen, noch im Jahre 86 unterstand die Pflege bis zum Jahr 86 komplett der ärztlichen Leitung. Das heißt, anders als in vielen anderen Ländern hatte die Pflege in Deutschland gar nicht die Chance, sich selbst zu entwickeln. Und das hat eine lange Geschichte und Tradition, die
die in der ganz dunklen Zeit Deutschlands zurückgeht, wo man die Pflege tatsächlich komplett entmündigt hat. Und es hat wirklich bis 86 gedauert, bis man mal sich davon löste. Also erst seit 87 darf die Pflegeschule, die klassische Pflegeschule, von einer Pflegekraft geleitet werden. Davor waren es die Ärzte. Und in der Denke und in der Struktur hat sich das dann noch über weitere 20, 30 Jahre fortgesetzt. Und tatsächlich hat uns ein Stück weit dann die Pflegeversicherung in der Langzeitpflege geholfen, wo plötzlich sowas wie eigene Verantwortung gesetzt wurde. Und auch das hat dann in der Praxis sehr lange gedauert, bis diese Verantwortung anerkannt wurde. Also wir haben in den letzten Jahren aus meiner Sicht ein paar richtige Weichen gestellt bekommen, damit sich Pflege tatsächlich professionalisieren kann. Und dann bin ich auch bei der Vorrednerin. Diese Chance muss die Pflege jetzt auch für sich nutzen, entwickeln. Und das wird eine Zeit dauern, weil ein großer Teil der beruflich Pflegenden, ist leider auch so, haben sich oder ergeben sich ihrem Schicksal erstmal. Ja? Und dieses Selbstverständnis der Verantwortung, der beruflichen Verantwortung, der professionellen Verantwortung, das ist noch nicht sehr ausgeprägt. Das wird noch ein weiter Weg. Aber da wird uns die neue Pflegeausbildung tatsächlich helfen. Da bin ich überzeugt von. Jetzt hat sich der Kobinian Riedhammer noch gemeldet, der noch was zur Akademisierung sagen möchte, was, wie ich finde, an dieser Stelle auch sehr gut dazu passt. Guten Abend. Hallo, Kobinian Riedhammer. Ich dachte auch, dass es gerade gut passt, wenn es um Professionalisierung, weitere Professionalisierung und dann eben auch Akademisierung der Pflege geht. Damit einher geht ja dann auch der Anspruch, denke ich, mehr Aufgaben zu übernehmen, mehr Verantwortung zu übernehmen, ein breiteres Aufgabenfeld zu bearbeiten. Und ich bin jetzt selber Arzt in der Klinik und meine Frage ist einfach, ist die Pflege dazu bereit, also mehr Verantwortung zu übernehmen? Weil darum geht es ja letztendlich bei ganz, ganz vielen Sachen. Wir Ärzte, ist jetzt meine persönliche Meinung, Erfahrung, Empirie, würden gerne einige Aufgaben abgeben. Die Frage ist, und das erlebe ich auch, will die Pflege das? Also mein Erleben ist oft, dass diese Verantwortung gar nicht gewünscht ist. Vielleicht ist das nur meine persönliche Erfahrung und die Forschung sagt was anderes, aber das würde mich interessieren, wie da die Bereitschaft auch ist, gerade mit weiterer Professionalisierung, weiterer Akademisierung auch mehr Verantwortung zu übernehmen. Ja, das ist ja wie eine Steilvorlage für Sie, Herr Siegel-Lehner. Sie diskutieren ja gerade auch im Verband, was diese Vorbehaltsaufgaben denn bedeuten könnten. Wie ist denn da der Diskurs momentan? Also erstmal muss man sagen, ja, die Pflege nimmt die Akademisierung langsam an. Ja, das ist auch ein Prozess, der ja, aber der Fahrt aufnimmt. Also wir merken, dass das Interesse der beruflich Pflegenden an einer weiteren Professionalisierung und damit einhergehend Akademisierung, die ist vorhanden und das Interesse dazu steigt. Und Sie geben jetzt das Stichwort Vorbehaltsaufgaben, die stellen sich nur ein Stück weit anders dar, als das vielleicht der ein oder andere Arzt sieht. Also die professionelle Pflege sieht sich jetzt nicht in den Vorbehaltsaufgaben in der Übernahme ärztlicher Tätigkeiten. Pflege hat von ihrer pflegetheoretischen Grundlage her zwar das gleiche Ziel. Wir wollen zur Gesunderhaltung beitragen. Wir wollen Menschen in ihren Defiziten Hilfestellung geben, unterstützen und sie auch wieder in die Selbstständigkeit führen. Das ist sicher in vielen Bereichen mit der Medizin deckungsgleich, aber dennoch ein sehr viel breiterer Ansatz als jetzt reduziert auf Krankheit und Wiederherstellung einer physischen Gesundheit. Also ich unterstelle jetzt nicht der Medizin, dass sie nur auf physische Gesundheit aus ist, aber Pflege hat, denke ich, hier anderes, auch ein etwas anderes Bild von Gesundheit. Ja, Und auf das speziell oder auf das fokussieren wir uns auch, wenn es darum geht, in den Vorbehaltsaufgaben Eigenständigkeit zu zeigen. Das wird sehr paritätischer Akt werden, auch in der Zusammenarbeit mit den anderen Berufsgruppen des Gesundheitswesens. Ich glaube, da können wir gegenseitig noch viel voneinander lernen. Aber wir nehmen
diesen Auftrag schon an. Es werden immer mehr, die auch aus unserer Berufsgruppe heraus erkennen, wie wichtig das ist. Aber das, was ich vorher auch kurz gesagt habe, es wird schon noch ein weiter Weg, weil eine Berufsgruppe, die man über Jahrzehnte lang sehr unten gehalten hat, braucht auch Zeit, sich zu entwickeln. Ja, spannend. Ich glaube, das ist ja jetzt gerade auch ein guter Zeitpunkt, auch über die Außenwahrnehmung der professionell Pflegenden zu reden. Ich erlebe das ein Stück weit so, dass wir auf der einen Seite diejenigen haben, die selbst auf Opferung, die mit emotionaler Anteilnahme gesehen werden, so eine Art zwischen Mutter Teresa und Florence Nightingale. Und auf der anderen Seite kursieren jetzt gerade viele Bilder in den Medien von Pflegekräften, die bis oben in Isolationskleidung stecken, mit umgeben von vielen technischen Geräten, die sehr wohl auch ärztliche Aufgaben übernehmen. Da reden wir von Personal auf Intensivstationen. Was muss denn passieren, um dieses Bild in der Außenwahrnehmung auch ein bisschen gerade zu rücken und überhaupt das transportieren zu können, was Sie angesprochen haben, Herr Siegel-Lehner, dass es nämlich dass professionelle Pflege ja auch eine ganz eigene Perspektive auf zu pflegende Menschen auch hat. Was könnte denn da überhaupt passieren? Vielleicht ist das eine Frage für Sie, Herr Isfort, auch ein Stück weit, weil was sehen Sie denn, was da, wie wir uns da bewegen können, um die Außenwahrnehmung ein Stück weit gerade zu rücken? Ja, was heißt gerade rücken? Ich glaube, vieles muss man ja gar nicht gerade rücken. Das eine ist ja, dass die Außenwahrnehmung der Pflege ganz anders ist, als die Pflege immer denkt, dass ihre Außenwahrnehmung sei. Also das heißt, wann immer man irgendwelche Studien sich anguckt zum Thema, was denkt Gesellschaft über Pflegende, dann sieht man, das ist einer der Berufe mit dem höchsten Vertrauensvorschuss. Das ist einer der Berufe mit der höchsten Achtung in der Gesellschaft. Wir werden aktuell nur von Feuerwehrleuten geschlagen, von niemandem anderen. Ja, gegen Feuerwehrleute kommst du nicht an. Da kannst du machen, was du willst, aber gegen die kommst du nicht an. Aber das heißt, das Bild, was die Gesellschaft auf Pflege hat oder von Pflege hat, ist gar kein so schlechtes, wie die Pflege immer denkt. So. Das, was wir jetzt natürlich im Bereich der Corona-Pandemie jetzt gesehen haben, ist natürlich, dass ganz alte Mythen bemüht werden. Und mich stört schon jeder Art von Heldenbegriff. Ja, das ist für mich sowieso eine unerträgliche Amerikanisierung, die irgendwie so Hollywood-Charakter hat. Und ich glaube, keiner von den Pflegekräften will in irgendeiner Weise einen Heldenmythos für sich da entwickeln, sondern die Leute wollen professionelle Bedingungen haben, um das zu realisieren, was sie machen und was sie gerne machen wollen. Das wiederum sagen auch alle Studien. Das heißt, wenn du alten Pflegekräfte fragst, was braucht ihr, was ist das, was ihr realisieren wollt, dann sagen die, ich will Versorgung realisieren. Und zwar eine gute, eine menschenwürdige, eine mit Zeit, eine mit Achtung und eine, die es mir erlaubt, beim Gegenüber zu begegnen und nicht den fertig zu machen morgens, ja, sondern dem zu begegnen. So, dafür brauche ich aber bestimmte professionelle Bedingungen. So, was muss die Pflege jetzt lernen? Ich glaube, die Pflege muss lernen, diese Bedingungen besser zu formulieren. So, da nutzt es nichts, die ganze Zeit zu jammern, oder es nutzt auch nichts, in dieses Heldenepos einzutreten und zu sagen, ja, wir bedienen weitere 40 Jahre das Bild, was Georg Siegel-Lehner auch skizziert hat als Traditionsgebundenheit, sondern wir müssen formulieren, was ist das, was wir professionell brauchen, um an der Stelle zu versorgen. Das hat mir zum Beispiel vollständig gefehlt, übrigens auch von den Pflegekammern. Ja, vollständig gefehlt in der Diskussion der Frühzeit der Pandemie, da wo gesagt wurde, ja, die Einrichtungen, die stationären Altenpflegeeinrichtungen sollen geschlossen bleiben wegen der Pandemie. Und ich habe gesagt, ihr seid eigentlich völlig verrückt. Ihr müsstet jetzt hingehen und müsstet sagen, es entspricht nicht dem Wesen der Pflege, Angehörige auszusperren. Es entspricht nicht dem Wesen der Pflege, Demenzerkrankte ohne Versorgung zu belassen. Denn Angehörige sind keine Angehörigen bei Demenzkranken, sondern die sind Co-Therapeuten. Die sind fürs weitere Überleben existenziell notwendig. So, was haben die verpasst? Sie haben die einmalige Chance verpasst, zu formulieren, unter welchen Bedingungen könnten wir jetzt das realisieren, was wir hier brauchen. Auf den Intensivstationen sieht man auch, dass wir da eine Übernahme haben der Diskussion,
durch den ärztlichen Bereich, wo man sagt, das ist ja schön, wenn Herr Karagiannidis oder auch Herr Janssen sich jetzt da sich da reinwagen. Aber wir haben eigentlich genug kompetente Pflegekräfte, die dafür sprechen könnten. Und auch dort muss man eben sagen, wäre ich froh, wenn Sie es formulieren würden, was Sie ohnehin die ganze Zeit schon machen, nämlich, dass Sie natürlich Beatmungssteuerung übernehmen, dass Sie natürlich medikamentöse Therapie übernehmen. Sonst kannst du jede Intensivstation in Deutschland schließen. Aber nicht unter Corona-Bedingungen, sondern jeden Tag. Das ist etwas, was völlig normalerweise immer schon übernommen wurde. Habe ich vor 20 Jahren schon gemacht. Ja? Und zu formulieren, was man an Expertise hat, zu formulieren, was man an der Stelle braucht, um diese Expertise einbringen zu können, das kann die Pflege noch nicht. Da hat sich jetzt noch mal jemand gemeldet, der noch eine Frage formulieren möchte. Die Frau Reim möchte noch eine Frage einbringen. Ja, Irina Reim, mein Name. Ich bin zuständig für mehrere Einrichtungen im ambulanten und teilstationären Bereich. Ich finde, dass wir das Thema Prävention auch viel höher gewichten sollten, weil es einfach darum geht, Aufklärung zu betreiben und einfach auch noch einmal die pflegenden Angehörigen noch mehr in den Fokus zu nehmen und die Rahmenbedingungen so weit zu schaffen und so weit zu organisieren, dass die professionelle Pflege den Angehörigen zuarbeitet und Tätigkeiten übernimmt, die ein pflegender Angehöriger nicht leisten kann oder möchte. Und ansonsten haben wir wirklich das Feld der pflegenden Angehörigen als eine der größten Berufsgruppen, weil ohne die funktioniert jetzt im ambulanten Sektor eigentlich überhaupt nichts. Und da muss der Rahmen so weit geschaffen werden, dass diese sich voll und ganz auch dem Thema widmen können, meine Mutter, meinen Vater zu pflegen, berufstätig zu sein, dann vielleicht noch Enkel und Kinder zu versorgen. Also das Ganze muss Hand in Hand spielen und da gehört es viel mehr an Unterstützung und auch natürlich politischen Rückgrat, um einfach diese Gruppe dann auch nochmal gestärkter finanziell, aber mit anderen Anreizen eben auch zu unterstützen. Super, das ist eine Steilvorlage, die Frau Mattheis wieder mehr ins Gespräch einzubinden. Das spielt ein bisschen darauf an, was auch vorher schon immer wieder aufgekommen ist. Es war viel die Rede von einem nordischen Modell. Also in Schweden ist es so, dass pflegende Angehörige bei den Kommunen angestellt sind. Sie bekommen eine Art Lohn, sie haben darüber eine genaue Aufgabenbeschreibung. Sind solche Modelle für uns denkbar, Frau Mattheis? Ist das was, was für Sie politisch ein Ziel wäre, an dem Sie arbeiten wollen? Ja, ich finde, da sind viele Anregungen gekommen, die man in der Tat auch zusammen mit einer anderen Strukturaufhebung, ambulant, stationär, sehr viel kommunaler orientiert, in kommunaler Verantwortung, auch mit Beratungszentren. Mein Thema ist ja da in dem Zusammenhang auch immer der Pflegestützpunkt, der eigentlich mehr ausgebaut gehört und eigentlich die Koordination vor Ort in Händen haben müsste. Also so idealtypische Sicht auf diese Pflege, finde ich, ist nicht irgendwie so eine Vision, die man irgendwie nie umsetzen kann, sondern ist sehr wohl orientiert auch an den Bedarfen der Menschen. Und es gibt ja auch in Holland dieses Modell, das ja jetzt auch in Deutschland kommt, wo Pflegeteams eigenverantwortlich, und das müssen keine freischaffenden Pflegeteams sein, sondern die können irgendwo bei der Kommune angedockt sein. Dazu brauchen wir gar nicht so viele Strukturen umbauen, aber diese Pflegeteams, die sich selber organisieren, wo auch multiprofessionell die Gruppe zusammengesetzt ist, wo man sich auch Urlaubs- und Vertretungspläne macht, wo man sich absprechen kann, dass die eigene der eigene Bedarf auch beachtet wird. Wann will ich mit meinen Kindern in Urlaub und will nicht zurückgeholt werden, dass ich einspringen muss? Alles das ist ja soweit gar nicht irgendwie irgendwo auf einer Wolke, sondern mit viel Willen und auch mit Einsatz ließe sich das machen. Aber ich habe manchmal den Eindruck, man hat so diese Strukturen so fest ins Hirn gemeißelt, dass man sich gar nicht traut, mal das wegzuschieben und zu sagen, ey, wie ging es denn auch anders und besser? Und ich glaube auch, dieser Satz, der gesagt worden ist, durch Qualifizierung stabilisieren wir das System nicht.
Das ist in meinen Augen ein entscheidender Satz. Wir haben immer wie eine Monstranz vor uns hergetragen. Wir brauchen jede Pflegekraft, muss irgendwie ein Studium haben, dann wird alles gut. Nein, ist nicht so. Ist nicht so, sondern dieser Einsatz vor Ort muss einfach unterschiedliche Ansätze miteinander vereinbaren. Und ich glaube, dass wir, wenn wir die Zukunft der Pflege wirklich reformieren wollen, müssen wir mit solchen Ansätzen wirklich operieren. Dann darf es keine so kleinen Stellschrauben haben, sondern dann müssen wir uns erlauben, groß zu denken. Ja, ich glaube, das beantwortet Frau Mattheis genau das würde auch beantworten, die Frage, was muss denn getan werden, damit Pflege anders wahrgenommen wird. Pflege wird ja nur dann anders wahrgenommen, wenn sie etwas anderes tut und wenn sie etwas tut. Und auch Frau Reim, da finde ich Ihren Hinweis nochmal ganz wichtig, präventiv zu arbeiten. Ja, wir haben ja ein Versorgungssystem, wo wir belohnen dafür, wenn in Abhängigkeit gehalten wird. Das ist ja eigentlich, das ist ja irre. Das ist ja vollkommen irre. Auf der anderen Seite kann ich Sie nur ermuntern, vor 20 Jahren haben wir den Begriff der pflegepräventiven Hausbesuche in die Szene eingebracht und haben dazu die erste Veröffentlichung in Deutschland gemacht. Es hat 20 Jahre gedauert, bis so ein Begriff überhaupt mal in der Politik drin war, weil wir vielfach auch die Diskussion hatten, ja, aber wieso denn Pflegeprävention? Das schließt sich doch aus. Also entweder Prävention oder Pflege. Also Pflege wurde immer gedacht mit Kompensation wurde das immer verwechselt. Ja, also da wurde immer gedacht, Pflege steht am Ende der Versorgungskette. Und Frau Reim, da bin ich ganz bei Ihnen zu sagen, nein, natürlich steht Pflege nicht am Ende der Versorgungskette, sondern Pflege hat Anteile, die präventiven Charakter haben und hat eben das ist eine der Strategien. Nur die musst du auch in irgendeiner Weise mit in die Finanzierung einpreisen können. Und da kann man nicht sagen, das sollst du mal eben alles kurz mitmachen, während du irgendwie einen Leistungskomplex für Oberkörper-Halbwaschung in 11 Minuten bekommst. Also das ist alles absurd. Ja. Vielleicht können wir da nochmal dran, Herr Siegel-Lehner, wenn man jetzt sagt, also ich bin selber auch Pflegekraft, für mich scheint es total eingängig, dass es eben Pflegediagnosen gibt, die nicht nur darauf ansetzen zu sagen, ich habe da ein konkretes Pflegeproblem, sondern ich sehe auch, das könnte zum Problem werden. Beschreiben Sie doch mal, was das denn bedeuten könnte, so einen Hausbesuch bei jemandem zu machen, um Pflegebedürftigkeit vielleicht auch aus einer professionellen Perspektive verhindern zu können. Ich denke, Pflege, und jetzt drehen wir es einmal von dem Begriff professionelle Pflege und Laienpflege, weil ich muss auch zu Frau Bürlein nochmal sagen, ja, Ohne die Pflege zu Hause in der Familie, von Angehörigen, von Menschen, die nah an diesen Menschen sind, werden wir die Zukunft nicht gestalten können. Das glaube ich, das muss man auch nochmal ganz klarstellen. Und man muss auch in dem Zusammenhang sagen, dass leider auch dieses Private oder dieses Pflegepotenzial zu Hause stetig abnimmt. Das müssen wir schon auch noch mit in Betracht ziehen, dass das, was wir jetzt noch an häuslichem Pflegepotenzial haben, das nimmt analog ab zu den Menschen, die, so wie vorhin in den Studien vorgestellt, auch die professionelle Pflege abnehmen. Von daher braucht es da wirklich eine Gegensteuerung und das können wir nur durch einen echten Systemwechsel erreichen. Aber ich habe ja auch so ein Bild, das sehr deckungsgleich ist mit der kommunalen Verantwortung, die jetzt schon mehrfach angesprochen wurde. Letztendlich muss die Pflege sozusagen sehr früh, die professionelle Pflege sehr früh an potenziell Pflegebedürftige herangeführt werden. Und wenn diese professionelle Pflege dann in ihrer Beratungsfunktion, im Erkennen von Start eines Pflegeprozesses wirksam werden kann, dann wird man dadurch Pflegebedürftigkeit nicht immer verhindern können, aber zumindest lange hinauszögern können, das in Zusammenarbeit auch mit den Medizinern, mit Therapeuten. Es ist ein multiprofessionelles Team gefordert, das eben richtig eingesetzt ist und da die Pflege tatsächlich auch durchaus eine steuernde Aufgabe, dann können wir das Gesundheits- und Pflegesystem könnten wir deutlich entlasten. Also ich sehe da einen ganz großen Schlüssel drin und es wird nur kommunal. Es muss kommunal beginnen, es muss niederschwellig beginnen und muss sich dann professionell immer besser vernetzen und verzahnen. Und dazu braucht es vor Ort die Steuerung.
Und die fehlt uns gerade. Also ich könnte jetzt noch ein Bild noch, wenn ich die Zeit bekomme, so ein Bild zeigen, als ich komme aus Niederbayern. Das hört man vielleicht in der Runde. Ich glaube, ich bin da ein bisschen. Ich bin der einzige Niederbayer hier in der Runde. Wir haben mal vor 10 Jahren begonnen, auch mit der Idee, hier kommunal an die Politiker heranzugehen. Und ich hatte die drei Bürgermeister hier zusammen, war Thomas Kliwer noch mit in der Runde. Thomas Kliwer kennen vielleicht ein paar hier auch. Und Frau Professor Wegner aus München, also sehr ausgewiesene Experten auf dem Bereich auch der kommunalen Vorsorge oder Daseinsvorsorge. Und wir haben drei Bürgermeistern von so mittelgroßen Städten in Niederbayern erklärt, was sie eigentlich zu tun hätten. Wir hatten ja das Wissen vor 10 Jahren auch schon. Es ist ja nicht so, dass das jetzt ganz neu ist. Und beim Hinausgehen höre ich den einen Bürgermeister zum anderen sagen, ich sage es jetzt wirklich auf Niederbayerisch, sagt er, was wollten die jetzt eigentlich von uns? Und diese, wer jetzt Thomas Glicken und auch Frau Wegner kennt, die können sehr deutlich machen, was notwendig ist. Und ich war dann wirklich entsetzt und habe mir gedacht, wir sind jetzt 2 Stunden hier gesessen, wir haben nicht verstanden, dass eigentlich um ihre Städte, um ihre kommunale Verantwortung geht. Und ich glaube, da müssen wir jetzt auch ganz schnell ansetzen. Wir müssen den Bürgermeistern wirklich nahe bringen, was sie kommunal für Verantwortung haben, auch den Kommunalvertretern. Und abschließend, dann bin ich es gleich, ich bin kein Kommunalpolitiker. Ja? Aber ich denke mal, wenn ich heute Bürgermeister werden wollte, in der Heimatgemeinde Simbach am Inn, wo ich herkomme, wo die Bevölkerungsaltersstruktur eine doch deutlich hohe ist, dann würde ich mich als Bürgermeister würde ich mir genau dieses Thema vornehmen, weil das die Daseinsvorsorge der Mehrheit in den ländlichen Kommunen. Ich verstehe es nicht, warum man das nicht annimmt. Aber vielleicht können wir da jetzt gut zusammenarbeiten und vielleicht gelingt es uns. Auch die Frau Bürlein hat sich wieder geärgert, dass es hier ja gar kein Dissens gibt, sondern sie möchte gerne die Revolution ausrufen, glaube ich, an dieser Stelle. Ich möchte das nochmal ein bisschen so konkretisieren. Also es könnte ja theoretisch bedeuten, dass man als Kommune sagt, ich habe hier einen Pflegestützpunkt und der hat sowohl die Verantwortung, die Versorgung sicherzustellen, als auch präventiv zu arbeiten, bieten Hausbesuche an und dann könnte man zum Beispiel beim Besuch einer Person, die jetzt vielleicht schon Anfang 70 ist, feststellen, es gibt ein erhöhtes Sturzrisiko und ich berate die Person, vielleicht diesen furchtbaren dicken Teppich beiseite zu rollen, sich gescheite Hausschuhe zuzulegen, Haltegriffe anzufertigen und so verhindern wir den Sturz, der vielleicht 5 Jahre früher als notwendig dazu führt, dass eine stationäre Langzeitpflege notwendig ist, um das mal für die, die nicht so im Thema drin sind, vielleicht auch nochmal an einem Beispiel herunterzubrechen. Frau Bullein, aber Sie wollten sich selber gerne auch noch mal zu Wort melden. Naja, also die Revolution, die rufe ich im stillen Kämmerchen erstmal aus. Ne? Also ja, ich überlege mal, wer kann eigentlich was bewegen? Also wir haben ja kein Erkenntnisproblem. Es gibt Studien über Studien und also Herr Professor Isford, Sie machen wirklich super Studien, weil die versteht man auch, die sind klar, die sind deutlich. Da kann eigentlich keiner sagen, er hat es nicht verstanden, was da drin steht. Ja. Und das machen Sie auch seit Jahren. Und wir haben absolut keinerlei Erkenntnisprobleme in keiner Ebene. Also warum bewegt sich nicht? Also wie bewegt sich Politik? Weil es kann ja irgendwie nur durch Politik was verändert werden. Und ja, also Politik bewegt sich ja irgendwie nur über Wählerstimmen. Also muss ich doch schauen, dass ich die Zivilgesellschaft, dass ich die Bürger, die, so wie der Herr Siegel-Lehner gesagt hat, die nachher sagen, was hat er jetzt gemacht, dass die das verstehen. Also ich muss in der Sprache der Menschen sprechen. Ich muss den Menschen auf ihrer Sprachebene, auf ihrer Lebensebene begegnen. Und da haben wir einen riesen Defizit, meiner Meinung nach. Wir fangen mit der Argumentation in einer gewissen Flughöhe an. Das ist völlig in Ordnung, aber es fehlt uns praktisch die Ebene, also die zwischen der ganz normalen Bevölkerung, einfach auf der Straße, die erst einmal keine Ahnung haben, bis zu denen, die eine gewisse Erkenntnis haben oder bis zur ersten verfassten Struktur. Da fehlen uns Botschafter, da fehlen uns Brückenbauer, da fehlen uns Menschen, die Ahnung haben, aber auch mit den Leuten sprechen können und die Leute mitnehmen können.
Also ich bemühe mich ja nach Kräften. Also ich tue, was ich nur kann, genau diese Funktion auszuüben. Und ich versuche auch, dass mal mehr kommen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders gehen kann. Es kann über Wählerstimmen, es kann nur über Bewusstsein in der Bevölkerung. So, weil die Pflege, die professionelle Pflege allein, diese Profession allein ist ja abhängig beschäftigt. Die können es doch nicht aus sich aus bewirken, Politik wirklich zu verändern. Das kann man nur in der Bürgerfunktion. Also da mag ich ja jetzt falsch liegen. Aber ich glaube, wir müssen einfach als Bürger uns auch irgendwann mal darüber klar werden, wenn wir was verändern wollen, müssen wir uns auch selber engagieren. Und bemühe ich mich eben, das auch irgendwie klar zu machen, auch als Bürgern auf der Bürgerebene. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen. Aber Frau Matter, ich kann mich gerne korrigieren. Sowohl die Frau Matter als auch der Sieg Lene hat sich aber, glaube ich, möchte sich gerne zu Wort melden. Ja, aber da setzen wir auch an. Also da bin ich jetzt wieder zusammen, weil wir Isfurt auch ganz bewusst ausgewählt haben und auch diesen Weg gewählt haben. Wir gehen genau mit diesen Daten tatsächlich in die Region hinein und hoffen dadurch wirklich auch Klarheit hineinzubringen, aber vielleicht auch wirklich deutlich wach zu rücken. Wir können das jetzt nicht aussetzen, die nächsten 10, 20 Jahre. Ich sage dann immer ganz gerne auch, das, was wir jetzt nicht auf den Weg bringen, fällt unserer Generation. Wir sind sozusagen die Babyboomer. Die jetzt zu versorgenden Menschen erleben ja schon bereits ein Defizit. Das muss man ganz klar sagen. Das, was uns blüht, wenn wir das nicht, wenn unsere Generation das nicht schafft, hier jetzt die Weiche zu stellen und das ganze System in eine andere Richtung zu bringen, dann werden wir die Hauptleidtragenden sein, wir die sogenannten Babyboomer. Und von daher ist das so selbstlos bin ich ja gar nicht. Ich habe echt das Anliegen, meine Altersvorsorge zu gestalten. Die kann ich nicht nur über Rente machen. Was nützt mir, wenn ich ein bisschen Geld habe, aber keiner ist da, dem ich das Geld geben kann. Also von daher müssen wir da wirklich richtig umsteuern. Da hat der Herr Juncker noch mal eine Frage, die er gerne einbringen möchte, eben auch zur kommunalen Verantwortung. Ja, hallo. Schönen guten Abend zusammen. Es ist jetzt hier viel gesprochen worden von kommunaler Verantwortung. Ich möchte hier gerne ein persönliches Beispiel geben, dass das teilweise auch furchtbar schief gehen kann, eben weil diese kommunalen Häuser ebenfalls diesem harten finanziellen Druck ausgesetzt sind und dem dann leider halt auch nachgegeben wird. Ich bin Arzt, ich bin zwar aktuell nicht in Deutschland, ich bin für ein Public Health Studium im Ausland, aber ich habe bis Mitte des Jahres in einem kleinen kommunalen Krankenhaus in Bayern, in Rothenburg ob der Tauber gearbeitet. Das ist ein Krankenhaus, das befindet sich im westlichen Landkreis Ansbach an der Grenze zu Baden-Württemberg. Das ist einer dieser Landkreise, der in diesen Top 10 von Professor Isfort vertreten war. Ich kenne die Problematik mit den unzureichend besetzten Pflegestellen aus persönlicher, leidvoller Erfahrung. Das Krankenhaus ist Teil eines kommunalen Klinikverbundes, vollständig in kommunaler Hand. An Regiomed nennt sich dieser Verbund. Der hat massivste finanzielle Probleme seit Jahren. Verlustgrößenordnungen so 10 bis 15 Millionen jährlich in den letzten Jahren, jeweils im Jahr. Und daher haben die versucht, von den kleineren Klinikstandorten, das ist Dinkelsbühl und Rothenburg im westlichen Landkreis Ansbach, Abteilungen an den größeren Hauptstandort nach Ansbach zu ziehen, um dadurch den Hauptstandort attraktiver zu machen. Was aber zur Folge hatte, dass die kleinen Standorte ausgeblutet sind an Ressourcen. Pflegepersonal, Ärzte, Gerätschaften. Man hat alles versucht, an diesen Standort zu ziehen. Wäre jetzt Corona nicht gekommen, ich weiß nicht, ob diese Krankenhäuser überhaupt noch existieren würden. An beiden Standorten gibt es Krankenpflegeschulen. Dinkelsbühl war auch in Ihrer Rangliste, Herr Isfort, mit diesen Distanzen. Das sind 35 Kilometer nach Ansbach. Von Rothenburg nach Ansbach sind es 30 Kilometer. Wenn die Krankenhäuser dort gehen würden, beziehungsweise nicht mehr das bieten können, was sie momentan bieten können, also eben diese enge Verzahnung zu den Stationen, zu den ambulanten Pflegeeinrichtungen, zu den ambulanten Pflegediensten, wenn die wegfallen würden, was wäre dann die Möglichkeit, was Weg getan, um die regionale Versorgungsstruktur da aufrechtzuerhalten und auszubauen? Ich sehe momentan eher, dass diese Strukturen ausbluten. Ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen sehr, Herr Juncker, für dieses Statement, weil es nochmal sozusagen die Perspektive genau darauf rückt, wofür ich jetzt seit 8 Jahren kämpfe. Nämlich, dass man aufhört, das aus einer ökonomischen Perspektive heraus
zu fokussieren und wirklich begreift, dass Versorgung regional ist. Wir wissen, und wir werden das jetzt für Bayern nochmal getrennt erheben, aber wir wissen, dass der Rekrutierungsraum an Personal in Nordrhein-Westfalen viermal gemessen, in Niedersachsen auch, in anderen Bereichen auch, der liegt bei maximal 20 Kilometer. Alles darüber hinaus ist nicht rekrutierbar. Wenn du jetzt genau sowas machst, wie da eine Krankenpflegeschule zu schließen, dann ist es nicht das Problem, dass das Krankenhaus die Krankenpflegeschule schließt, sondern ist das Problem, dass 5 Jahre später der ambulante Pflegedienst aufhört, dass 7 Jahre später das Altenheim aufgibt, weil sie das versuchen, so lange mit irgendwie ausländischen Pflegepersonen Lösungsangebote dafür. Und deswegen müssen wir begreifen, wir haben das bei diesen Bankenrettungen immer so genannt, too big to fail. Und ich würde für die Pflege immer sagen, it's too important to fail. Also du kannst bestimmte Regionen nicht aus der Klammer der Bildung setzen. Dann riskierst du die kommunale Gesamtversorgung und nicht die eines Krankenhauses. Vielen Dank nochmal dafür. Aber das ist ein weiter Weg. Ich habe hier in Nordrhein-Westfalen, habe ich jetzt wirklich 8 Jahre gebraucht, bis das in den Köpfen im Ministerium, glaube ich, auch verankert ist. Die Frau Mattheis möchte gerne was dazu sagen, aber vorher würde ich gerne die Frage von der Frau Obanski noch zulassen, die vielleicht auch einen Vorschlag hat. Genau, und zwar hatte ich schon öfter darüber nachgedacht. Früher gab es ja den Zivildienst und der hat ja auch vielen geholfen, in der Pflege Fuß zu fassen. Und da hatte ich auch mal überlegt, dass es eventuell, würde man wieder so eine Art Zivildienst einführen, die aber nur für die Pflege ist und der auch nicht verpflichtend ist. Aber eventuell für Jugendliche, die nach dem Schulabschluss keinen Berufsplatz haben, dass man für die eventuell eine Tür öffnen könnte, dass sie in der Pflege Praktika machen oder und die eventuell auch minimal vergütet werden mit 450 Euro, damit es ein bisschen schmackhaft gemacht wird. Dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre, dort Fuß zu fassen, dass die dann Interesse finden daran, vielleicht die Ausbildung zu machen oder vielleicht das Studium auch zu machen. Frau Mattheis? Ja, danke schön. Ich gehe noch mal drauf ein auf den vorigen Beitrag von Herrn Iswort. Keiner würde sich erlauben, bei der Feuerwehr irgendwie eine ökonomische Rechnung aufzumachen. Keiner. Also, und von daher glaube ich, ist das ein Punkt, den wir uns schlicht und ergreifend abgewöhnen müssen, sondern das unter gesellschaftspolitischen Gesichtspunkten anzugucken. Und der Fragende hat ja eine Reihe von Problemen angesprochen. Und da braucht man wirklich einen mittelfristig langen Atem, weil die Krankenhausproblematik hängt natürlich auch damit zusammen, dass unser föderales System einfach die Finanzierungsfrage auf die Länderschultern gelegt hat und die Investitionsfrage. Und ich glaube mittlerweile, dass wir an der Stelle, und ich will ein bisschen weiter ausholen, wenn ich darf, man hat es jetzt beim öffentlichen Gesundheitsdienst in der Corona-Pandemie gesehen, was es heißt, wenn der Bund keine Möglichkeit hat, direkt bei Versorgungsstrukturen kommunal Einfluss zu nehmen. Also wie unmöglich das ist, sieht man jetzt am Thema, dass wir noch nicht mal ein einheitliches Datensystem haben, das Infektionszahlen nach dem gleichen Muster und vernetzend dem RKI zugeleitet werden. Da glaubt man, man ist in einem Bananenstaat. Und an diesem Beispiel hat sich für mich ganz deutlich gemacht, dass wir auf jeden Fall das, was wir vor etlichen Jahren mit diesen Föderalismusreformen falsch gedreht haben, wieder zurückholen müssen. Wir brauchen eine grundgesetzliche Verankerung, dass der Bund direkt
zweckgebunden Mittel an die Kommunen geben darf. Wir haben es ein einziges Mal nach meiner Erinnerung gemacht. Also abgesehen jetzt von diesen ganzen Auswirkungen in Sachen Pandemie. Das war beim Thema Ganztagesschulen. Sie erinnern sich vielleicht. Mein Gott, war ich stolz, dass ich 2,8 Millionen für den Ausbau von Ganztagesschulen irgendwie in meinen Alb-Donau-Kreis gekriegt habe. Und das war dann direkt zu spüren. So. Und deswegen glaube ich, brauchen wir auch ein Bundesinvestitionsprogramm, zweckgebunden. Auch Investitionsprogramme für die Krankenhäuser. Ich meine, Verdi rechnet es uns jährlich vor, was da an Investitionsstau vorhanden ist. So, und dann brauchen wir natürlich vor Ort eine regionale Planung. Eine regionale Planung, was Krankenhausstrukturen, ärztliche Strukturen, Versorgungsstrukturen für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Da glaube ich einfach fest daran, dass wenn wir dieses jetzt nicht anpacken, wir wirklich amerikanische Verhältnisse haben dann bald. Weil das ist dann nur noch, wer macht das größte Geld und womit kriege ich das größte Geld? Also das ist nicht meine Vorstellung von Gesundheits- und Pflegesystem. Von daher ist jetzt, glaube ich, die Tür ziemlich gut auf, solche Debatten zu führen und zwar so breit zu führen, dass auch alle politischen Parteien da nicht drum herum kommen. Jetzt will ich es mal, bevor ich mich hier errege, lasse ich es mal an der Stelle. Es klingt ja fast schon wie ein Schlusswort und das ist auch ein bisschen das Stichwort. Ich würde gerne diese doch sehr, die wenig kontroverse Runde, die Frau Bürlein hat es schon festgestellt, aber doch sehr produktive, weil doch viele Möglichkeiten aufgezeigt wurden, was an Veränderung möglich ist, was an Veränderung notwendig ist. Und genau das wäre meine Bitte fürs Schlusswort für Sie. Und verraten Sie uns doch noch, haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen oder müssen Sie sich jetzt noch hier auf die Mitarbeiter von Amazon und in den Lagerhäusern verlassen? Wer möchte anfangen? Herr Isford vielleicht. Also das eine ist, nein, ich habe noch nicht alle Weihnachtsgeschenke zusammen. Das spielt, glaube ich, auch in diesem Jahr jetzt keine so zentrale Rolle. Ich glaube, es geht um was anderes. Es geht auch wirklich dabei tatsächlich darum, und wir sind ja jetzt hier alles Leute, die das irgendwie vernünftig betrachten. Ich glaube, es geht darum, sich vernünftig zu verhalten. Und wir alle wissen, dass sozusagen die erste Januarwoche die alles Entscheidende wird, denn dann sind sozusagen ja die Weihnachtsinfektionsraten eingepreist. Und wenn das jetzt nicht gelingt, und das wäre mein absoluter Weihnachtswunsch, dass alle auch vernünftig bleiben, wenn das nicht gelingt, dann werden wir natürlich weiter in dieser Situation sein und werden sowohl die ärztlichen als auch die pflegerischen Kollegen in den Kliniken in absolute Bredouille bringen. Ich finde, es muss nicht immer kontrovers sein. Ja? Also ich finde, ein solches Format, wie Sie es heute geliefert haben, ist ja mal was ganz anderes, als wenn wir diese Talkshow-Formate uns angucken, wo es immer darum geht, einer ist Opfer. Übrigens, da wird dann immer die Pflege gerne genommen. Ja? Und dann wird irgendjemand reingesetzt, der gar nicht sprachfähig ist, damit er die Opferrolle besser definieren kann. Ne? Also es muss hier keinen Täter geben. Es muss auch nicht einen Ankläger geben und es muss auch keine Opfer geben. Sondern wir reden ja über Lösungswege. Und deswegen finde ich, sollten wir kluge Köpfe versammeln, um über Lösungen. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass wir interprofessionell diskutiert haben, dass es also nicht um die Diskussion geht, Pflege gegen Medizin oder Medizin gegen Pflege oder so, sondern dass es darum geht zu sagen, wir gucken und wollen zusammen die beste Versorgung und das Gleiche auch für die Angehörigen. Deswegen Kompliment für die heutige Sitzung. Mir hat Spaß gemacht. Ich war auf 21 Uhr eingestellt. Ich bleibe gerne noch im Chat, wenn jemand noch was mit mir klären möchte. Herr Siegel-Lehner, möchten Sie übernehmen? Ja. Also mir geht es ähnlich wie Herrn Isford. Ich habe noch kein einziges Weihnachtsgeschenk. Das macht mir jetzt auch keine großen Sorgen. Es wird trotzdem ein Weihnachten geben, das sehr viel anders sein wird als die Weihnachten vielleicht davor. In sehr kleinem und engen Familienkreis, weil ich auch glaube, auf uns kommt es jetzt sehr stark an, auf die Gesamtgesellschaft, was in den nächsten 4 Wochen passiert. Ich kann mich auch nur dem anschließen. Also ich bin eher immer vom Ansatz her einer, der nicht
den Diskurs, sondern das Miteinander sucht. Und eine Lösung, die auf einer Sachebene, aber auch durchaus emotional getrieben ist. Und ich glaube, das war halt tatsächlich eine Runde, wo man sich mal grundsätzlich in der Richtung einig war. Und das finde ich sehr viel produktiver als diese ständigen kontroversen Diskussionen. Ich glaube, es ist vielen heute halt noch mal klarer geworden, wir müssen die Versorgung, die Pflege, auch das ganze Gesundheitssystem ein ganz großes Stück weit verändern und neu denken. Anders werden wir das nicht hinbringen. Und von daher bedanke ich mich noch mal ganz herzlich auch für die Einladung. Und das zeigt mir ja auch, wir sind da nicht ganz alleine, die so denken, sondern es werden hoffentlich immer mehr und wir nehmen immer mehr mit. Vielen herzlichen Dank erstmal. Frau Mattheis, haben Sie sich abreagiert? Ich schließe mich diesem Dank wirklich vollumfänglich an. Ich fand das auch sehr anregend und ich nehme gerne viele Punkte mit, weil es wichtig ist, dass man natürlich auch nicht nur in der Konfrontation irgendwie sich weiterentwickelt, sondern sich auch versucht, in bestimmten Thesen zu unterstützen, um das wie so ein Schneeballsystem weiterzutragen. Von daher vielen Dank dafür. Und jetzt zu der wichtigsten Frage des Abends: Habe ich meine Weihnachtsgeschenke? Und da habe ich für die zwei wichtigsten Personen die Geschenke, nämlich für meine Enkeltöchter. Die eine will ein Schlagzeug haben und die andere einen Laptop. Beides ist besorgt und mein Mann verzweifelt gerade beim Aufbauen des Schlagzeuges, aber ich glaube, das Problem muss er alleine lösen. Ich bin Schlagzeuger, ich könnte es machen. Da sehe ich, dass ich da noch so Synergien bin. Ich habe übrigens noch einen Tipp für alle, die ihre Weihnachtsgeschenke noch nicht beisammen haben. Rechtzeitig anfangen, gell? Dann kommt man nicht in die Bredouille am Schluss irgendwann. In diesem Sinne bedanke ich auch ich mich sehr herzlich auch an diesem aktiven und interessierten und fachkundigen Publikum, das sich hier heute eingefunden hat, an den vielen spannenden Punkten, die von den Mitdiskutanten aufgekommen sind. Das war auch für mich ein Fest. Ich freue mich sehr darauf, diese Ideen auch mitzunehmen, sie noch ein paar Tage in meinem Kopf arbeiten und sacken zu lassen und hoffe, dass es Ihnen genauso geht. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Der Herr Isfort hat es gesagt, bleiben Sie zu Hause. Ich denke, wir wissen alle sehr gut, was auf dem Spiel steht. Geben Sie auf sich Acht, bleiben Sie gesund und machen Sie das Beste aus dem Lockdown. Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an die Referenten und Referentinnen und auch an Sie, Frau Knorr-König, dass Sie mit dabei waren, mit uns heute Abend diskutiert haben und auch an Sie Teilnehmenden, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das wichtige Thema. Wir hoffen, Sie auch in Zukunft weiter bei unseren Veranstaltungen zu sehen, in Präsenz- oder Online-Format, und wünschen Ihnen einen schönen Abend, eine schöne Vorweihnachtszeit. Alles Gute.